Hi, durch den Strategiefeld, herzlich willkommen zurück in Total War Pharao, wo wir jetzt hier mit Kuruta Kanis einnehmen. Also nicht mit Kuruta persönlich, sondern mit der Fraktion Kuruta. Die Klinge von Hati. Das Handelsposten ist schon mal sehr nice. So, dann gehst du hier mal Heute belagern. sterben Sie! Naja, du Ich sollst ja werde belagern. euch brechen! Belagerung Haltet die fortsetzen. Belagerung! Und dann haben wir jetzt hier wieder einen Stadtfeind. Greift entschlossen an! Verräter! Oh la la, ey. Der ist aber stark gewertet. Ne? Immer noch Hälfte, obwohl jetzt seine Truppen aus der Festung weg sind. Bringt hier 17 Garnisonstruppen mit, zweimal Bogenschützen, viermal Wurfspeerwerfer. Also die Schlacht wird nicht einfach. Er hat hier nur zwei bronzene Truppen drin. Na, und dann sein General oben noch. Also, das wird schon sehr, sehr anstrengend, sag ich mal so. Ja, und da kann's losgehen mit einer wahrscheinlich ziemlich blutigen Schlacht. Ich habe auch nicht so richtig aufgepasst, unter Umständen ich vielleicht die andere Armee nehmen sollte. Ich habe hier eher so Verteidigungstruppen. Und ich muss ja angreifen. Ich denke mal, dann werden wir auf jeden Fall unsere Bogenschützen und Marodeure schlau einsetzen müssen. Das ist schon mal nicht schlecht. Gluthitze oder so wäre jetzt kacke gewesen, weil ich glaube, die Schlacht dauert ganz schön lange. Ja, dann hauen wir mal die Truppen raus. Jetzt schauen wir uns mal erstmal die Stadt an. Aha, hier haben wir auf jeden Fall schon Zeigt wieder so ihnen, dass einen sie uns nicht aufhalten können. relativ coolen Bereich. Dann würden wir nur hier ganz kurz beschossen werden und könnten da ran. Ja, von hier könnte man auch kommen. Würde dann auch hier am Rand relativ sicher durchkommen. So, haben wir hier noch. Könnte man eigentlich an die ran? Also einen Ausgang würde es hier dann geben. Weil, die ist ja auch relativ safe, ne? Aha. All diese Festung hat so einige Lücken. Hier wäre auch noch so eine kleine Lücke. Ja, hier auf keinen Fall. Hier auch nicht. Da ist ein See. Ja, mal rüber. Okay. Das ist sehr gut abgedeckt. Die Türme können die ganze Mauer lang schießen. Aber hier haben wir doch die nächste Lücke entdeckt. Ja, hier kann man auch hoch, ohne beschossen zu werden. Wo komme ich denn dann dazu, als allererstes ein Tor einzunehmen? Dies hier vielleicht. Hier wäre auch eins. Könnten wir von zwei Seiten kommen. Kein Versteckspiel mehr! Dann. Also ich werde letztendlich mit meinem Wagen von hier ein wenig hier rumfahren, aber damit er hier was hinstellt, auf der anderen Seite halt, stellen wir hier die Wagen hin. So. Ja, wie gesagt, die Ecke ist eigentlich auch ganz nice. Stellen wir mal eine Leiter hin. Der Turm schießt hier so lang. Irgendwie will er nicht so richtig. Naja, bleibst erstmal so stehen. Ja, dann hier durch. Muss er hier nur so durch ein paar Spitzen durch. Dann nehmen wir mal Leiter hin. Seht, sie verkriechen sich wie Feiglinge. Dann haben wir hier noch einen Turm. Hier kann man noch lang, oder? Ah, der muss hier einfach lang kommen. Noch mal ganz kurz hier drüben gucken.
Klettert, Brüder! Na, hier baue ich die heftigen Fernkämpfer auf. Auch mehr so auf die Seite. So, wir kommen von drei Seiten. Die haben drei. Das soll eigentlich mein stärkster Angriff werden. Da nehmen wir die mit dazu. Mit euren Brüdern. Hör da. Hier würde ich sagen, nehmen wir den General mit. Und auch nochmal zwei. Ihr kriegt auch nochmal zwei Steinschleuderer. Wir werden sie zur Schlacht zwingen. Tja, und der Rest kommt hier hin. Die wird echt schwer. Auch nochmal zweimal Infanterie extra. Dann haben wir alles. Auf geht's. Kurz Päuschen. Bogenschützen, Plänkler, Axtkämpfer. Das ist der richtige General. Also der ist hier, der ist Hipani. Hier hat er sich relativ schwach aufgestellt. An dem Tor hier steht er nochmal relativ stark. Plänkler, Axtkämpfer und nochmal Axtkämpfer. Und da sind auch Axtkämpfer. Und hier hat er nochmal Plänkler und Axtkämpfer. Oh ja, da hat er auch 5 Einheiten. Ne, 6 sogar. Das ist schön. Da könnt ihr mich erstmal hier nicht eingreifen. Tja, um vielleicht Verschiebungen von dem Tor hier hinzukriegen, greife ich hier als erstes an. So, der schießt so bis hier. Der bis da. Dann fahren wir erstmal dahin. Auf geht's. Pflichtbewusst! Ja! Bei denen nehmen wir Plänkel noch erstmal noch mal raus. Speere! Runtertee, möge uns vor diesen Speeren schützen! Schneller jetzt! Mir nach, Männer! Ach, noch ist nichts zu sehen bei ihm. Der sein anderer General steht da hinten. Klettern! Na, die anderen schicke ich los, wenn der Turm anfängt, auf unsere Leiter zu schießen. Wenn ich jetzt hier so durchstoße, müsste es eigentlich am besten kommen. Der andere ran an die Mauer. Bereit für den Kampf! Können wir hier mal ein bisschen schneller machen? Da kommen die Bolzen geflogen. An dem kommt er sogar vorbei. Jetzt wieder normal. Die Steinschleuder mal so hin. Im Namen Khatis. Geht erst nach da. Bewegung. Speere. Genauso wie ihr. Beeilung. So, die Leiter ist durch. Der Sieg erwartet uns. So, jetzt huscht ihr mal durch. Soldaten von Khati. Tötet das Ungeziefer. So, ihr geht auch schon mal ran. So schnell wir können.
Für Ruhm und Ehre! Da, bei dem Turm sind sie zum Glück schon raus. Geht ein bisschen nach da. Vorwärts Marsch! Dann sind sie nämlich auch aus dem raus. Wunderbar. Schlagt sie in die Flucht. Na, jetzt mal so hinstellen. Bisschen nach im hier. Genau wie ihr. Dann verschiebt er mit Speerträgern. Von da drüben kommt auch schon was rüber. Wir kämpfen für Khati! Verliert keine Zeit! Für Macht und Ruhm! Na, da zieht er sich zurück. Sie sollten anfangen. Na, eigentlich trotzdem schießen, ne? Die schießen aber hier auf die Speerträger. Schießt mal lieber auf die Plänkler hier. Steine. So, die kommen so langsam die Leiter nach oben. Denn die nächsten schon mal hinterher. Da hat der Bogenschützen. Wahre Krieger! An die kommen wir aber nicht ran. Aber jetzt. Zwischen die Augen zielen! Schickt ihn in einen Hagelsturm! So, ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Okay, die laufen noch nach oben. Ah, und er greift jetzt hier an. Davon darf ich nichts nehmen. Dann geht ihr mal hier rüber. Erstmal weiter. Speere! Ja, wahrscheinlich, weil sie auf der Mauer sind, ne? Wir werden siegen! Schwingen und los! Pflichtbewusst! Ah, schieß mal auf die Bogenschützen. Schneider, los! Mir nach, Männer! Ihr müsst da rüber, ihr steht hier zu sehr in einem Pulk. Seine Einheit hat sich hier irgendwie aufgeteilt. Kommt von beiden Seiten. Da kommt Plänkler. Bereit für den Kampf! Schickt ihn in einen Hagelsturm! Das ist ja auch krass, dass sie hier von zwei Seiten kommen. Da sind die Bogenschützen. So, jetzt ein Päuschen. Da er ja von hier ein bisschen verschoben hat, da kommt auch schon der andere General rüber. Starten wir jetzt hier den Angriff. Ja. Ruhig so weit am Rand lang, wie es geht. Naja, die müssen ganz, ganz dünn hier lang marschieren. Dann können wir die nämlich, glaube ich, auch noch ohne Verluste hier durchkriegen. Na, die Bogenschützen stehen hier noch komplett. Von da unten werfen leider die Plänkler. Kümmert euch mal um die Plänkler mit euren letzten Steinen wahrscheinlich. So, da kommt er. Krieger von Kanaan! Marschiert! Speere! Hä? Im Namen Khatis! Auch schon mal hier so ganz dünn hinstellen. Hier nach, Männer! Im Namen Khatis! Lass die Pfeile los! Da steht auch schon wieder mit Bogenschützen, ne? Ja. Soldaten von Khatis! Grüppchen.
Hat jetzt auch schon zwei Einheiten. Einmal Axtkämpfer, einmal die Speerträger hier. Lasst sie erzittern! Der eine drauf. So, die Steinewerfer sind bereit. Dann machen wir wieder ein Päuschen. So, der schießt bis da. Müsstet ihr euch eigentlich so hinstellen können? Warte mal, dann blocken sie nachher wieder den Turm. Das hatten wir schon mal. So. Ja, würde ich mal sagen. Starten wir jetzt so langsam hier den Hauptangriff. Das soll eigentlich der Hauptangriff werden. Das ist die Frage. Stelle ich mich dahin? Ich stelle mich, glaube ich, dahin. Ah, warte mal. Guck mal zurück. Wir setzen jetzt hier erstmal unsere Fernkämpfer ein. So war es doch auch eigentlich geplant. So. Müssen sie ja eigentlich sich sehr gut durchquetschen können. Bereit für den Kampf! So, jetzt könnt ihr mal auf die Bogenschützen schießen. Oder warte mal, die hier stehen viel besser. Schießt mal auf Steine, die. Los! Steinigt sie! Ich glaube, hier wird sich erstmal nichts tun, oder? Die werden wahrscheinlich alle draufgehen. Ja, meine Fernkämpfer soweit. Die haben mich hier vorbeigequetscht. So. Immer aufpassen, dass sich hier meine Steinewerfer nicht bewegen. Hä? Warte mal. Auf was schießen die hier? Auf den Turm oder auf die hier? Naja, die kommt da nicht ran. Muss ja im Moment gerade auf den Turm schießen. Ja, die sind auch nicht drin. Okay, dann ist doch erstmal alles gut. Wir sind unbezwingbar. Ja, auf die Axtkämpfer. Schlacht ihm die Schädel ein. Treffen sie nicht so gut. Nee, das passt mir nicht. Stellt euch mal so hin. Marschiert los! Schießt er lieber mal auf diese Plänkler hier, weil ich sehe es schon kommen. Wir gehen hier hoch, fighten und die Plänkler ballern die ganze Zeit mit ihren Wurfspeerwerfern da rein. Schickt ihn in einen Hagelsturm! So blinkt die. So, die stehen bereit. Und schießen auch schon auf die. Speere! Durchlöchert ihre Pelze! Bewegung! So, da geht er jetzt auch mit Axtkämpfern rein. Die hat er zurückgezogen. Dann macht er erstmal Stopp. Halt! Oh, hier. Die kriegen Schaden von irgendwas. Speerträger, Bogenschützen. Die haben schon nicht mehr so viele. Geht immer ein Stück zurück. Oder so. Hier nach, Männer! Feuer! Krieger von Kanaan! Da sind nicht mehr viele. Schießt man lieber auf die Bogenschützen. Ihr müsst vor. Der Sieg erwartet uns. Reinigt sie.
Binde! Leitet uns! Da sind die Axtkämpfer. Der Sieg erwartet uns. Wir müssen näher ran. Krieger der Gezeiten! Bald trefft ihr euren Schöpfer! Schießt mal auf die Plänkler. Gucken wir mal, wie nah die Bogenschützen ran müssen. Sie laufen immer noch, sie laufen immer noch, sie laufen immer noch. Er zieht sich mit denen zurück. Nee. Der bleibt Krieger, nicht stehen. Massiert! Save mal lieber eure Money. Nein, werde ich von allen Seiten angegriffen. Für Ruhm und Ehre! Umkehren! Schleuderer! Feuer! Ja, hier unten wären Ausgänge. Na, lass uns mal Stopp machen. Die ist schon mal hoch. Wir haben auch schon nicht mehr viele. Ja, beide fangen an zu blinken. Da sind nochmal Bogenschützen. Du gehst hier mal runter. Dann nur auf die andere Seite. Ah, Mist, sie sind immer noch nicht oben. Blut und Schlachten! Lasst sie ausbluten! Männer der Wellen! Aha, die haben noch Feuerfeuer. Feuer, das sollten sie eigentlich nicht machen. Pfeilregen! So, die dürfte eigentlich ja relativ gut einschlagen, ja? Erklimmt die Mauern! Lauf mal darüber. Nach, Männer! Die laufen auf die Mauer, ne? Ja. Umkehren! Ein Schießwettbewerb, Männer! So, die sind schon gut angeschlagen. Dann hört ihr jetzt erstmal auf. Päuschen. Was machen die denn hier? Nein. Geht wieder runter. Ich hoffe, sie machen das auch. Kommt da mit Axtkämpfern. So, die sind auch schon oben. So. Jetzt geht hier hoch. Was haben wir denn hier noch an Fernkämpfern rumdüppeln? Da kommen hethitische Plänkler. Die Bogenschützen flüchten. Da hat er auch nochmal Bogenschützen. Die sind doch schon auf uns ausgerichtet, oder? Dann schießt ihr mal auf die. Nein. Tastenkombination erwischt. So, meine Wägelchen. In Position, Streitwagen! Ich hoffe, die fahren hier nicht an. Doch, machen sie! Alter, nein, 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 nein! Hinter ihren Mauern. Alter, nein! Streitwagen unterwegs! Oh, bis sie hier mal die Richtung ändern. Oh mein Gott. Schneller. Der Triumph ruft. Da, ah. Ja, die sind auch oben. Was ist hier überhaupt los? Nein, 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 nein. Was macht ihr denn? Nein, wieder zurück. Oh, nee, ey. Die verfolgen die schon wieder. Ja, und die kommen hier nicht mehr runter.
Nee, nicht aufgepasst. Schade. Da kommen seine Plänkler. Müsstet ihr doch jetzt wieder auf die schießen können, oder? Das gehört leider noch nicht uns. Dafür dieser Turm. So, ihr könnt nachrücken. Und ihr kommt hier mit hin. Da gehen aber welche hier unten lang. Warum auch immer. Dahin. Heute sterben sie. Hör mal ab zu den Wagen. Bewegung, Streitwagen. Da fahrt sie dann auch wieder an Türmen vorbei. Oh Gott, ist das ätzend. Alter, die schießen bis hier. In Position, Streitwagen. So, hier ist unsere Truppe fast aufgerieben. Ja, drauf. Und du gehst da auch nochmal mit rüber. Vorwärts, lauf bloß nicht wieder unten lang. Natürlich gehen sie nach unten. Es ist völlig unverständlich. Ihr hört auf. Kommen irgendwo Fernkämpfer? Nö. Boah, der Turm hier ballert natürlich auch noch rüber. Erstmal nichts machen. Die müssen da wieder ran. Jetzt die Wagen weiter. Streitwagen unterwegs. Ich will nicht sterben. So, die beiden. Bewahrt die Ruhe. Aber kann ich jetzt nicht machen. Im Namen Khatis. Für die Schlacht geboren. Na, das ist ein General. Start. Bringen wir unseren General auch mal ran. Schickt ihn in einen Hagelsturm. Das ist ein Schleuderer. Dann stellt euch mal so hin. Schwingen und so, die Wagen sind auf dem Weg. Tor gehört immer noch nicht uns. Speere. Ist ja auch noch lange nicht weg, irgendwie. Dann schießt ihr mal auf die Axtkämpfer hier. Ein Schießwettbewerb, Männer! So, Wägelchen. Die sind erst da. Und die müssen noch bis hier hinten hin. Schlacht ihnen die Schädel ein! So, die hauen ab. Päuschen. Ich schleudere mal so ran. Die Bogenschützen können ja ganz gut verteidigen. Für unser Heimatland! Boah, könnt ihr diese Einheit hier nicht mal platt machen? Sie fürchten unsere mächtigen Schleuderer! So, wieso steht hier... Es muss geschehen! Was ist denn das für eine Einheit?
Schneller jetzt! Die Kalbana. Hä? Ein Sieg ist unmöglich. Ich gehe voran. Wahre Krieger. Meine sind hier in der Verteidigung. Speere. Wie konnten denn die so stark leiden? Durch die Axtkämpfer oder was? Die Wagen sind auf dem Weg. Wir müssen allerdings durch schweres Waldgebiet. Verdammt, keine Pfeile mehr! Na, hier flüchten wahrscheinlich eher meine. Bereit für den Kampf! Geht ja auch mal hier runter. Willensstark! Vorwärts Marsch! Nee, schießt auf die hier, wenn es noch irgendwie geht. Keine Wo wollen die hin? Achso, da, zu dem Ausgang. Ich dachte, die wollen hier hinten rüberlaufen. Da, die sind geschlagen. Ab nach auf da. Den Weg machen. Sie das Tor mal eingenommen kriegen. Ich verliere nie. Der muss erstmal hier marschiert. Bleiben. Wir sind ein leichtes Ziel. Wir verlieren meine Truppen anscheinend auch. Da hat es gleich der erste Wagen geschafft. Das Meer vereint uns. Dann musst du mal schnellstens diesen Turm hier einnehmen. Hier kommt man jetzt zur Unterstützung. Unsere Schleudern werden ihnen zusetzen. Das ist unglaublich, wie die durchhalten hier. Schlagt auf sie ein! Der hat hier zwei von beiden Speerträgereinheiten geschlagen mit einer Einheit. So, die Wägelchen könnten schon mal was da. Bewegung! Ich wusste ja, dass das blutig wird, aber so blutig. Ratet mal, wer das gewinnen wird! Der hält ja auch, ey. Mit dieser einen Truppe hier hält der das Tor immer noch. Wo wir jetzt auch schon wieder mit einer Stahlschleudereinheit noch extra dran sind. Brecht ihren Mut! Ah ja, der hat auch schon Bogenschützen zurückgebracht, um den Punkt zu beschützen. Keine Wurfmunition mehr! Die verteidigen sich wacker. Das Tor gehört sogar uns. Das ist unfassbar. Wie könnt die so lange durchhalten? Niemals aufgeben! So, das ist unser. Darf jetzt aber nicht weggehen, sonst wird es wieder seiner. Alter, kann die nicht mal fliehen? Es sind zu viele! Streitwagen! Das ist ja unglaublich! Rollen in Position! Es ist unser Tor! Brecht ihren Mut! Da hat Gott mal rein hier! Der lebt immer noch! Völlig unfassbar! Streckt sie nieder! Lassen sich irgendwie nicht schlagen. Er hat es endlich geschafft? Ne, die sind immer noch am Leben. Das gibt's doch gar nicht. Lass Kann eine Einheit so lange überleben gegen mehrere? So, jetzt haben sie es endlich. Wir werden nicht. Dann übernimmst du das hier. Wir müssen die Wagen aufteilen. Macht ihr mal ein neues Grüppchen. Fahrt mal nach da. Streitwagen unterwegs!
Das ist das andere Grüppchen. Fahr die nochmal zurück. In Position, Streitwagen! So, zweimal Speerträger, sogar fast voll. Marschiert, Brüder! Das Tor gehört leider nicht uns. Wahre Krieger! Erstmal nichts zu sehen. Dann greift man die Bogenschützen an. Greift entschlossen an! Seht das Blut in Strömen fließen. Rollen in Position! Ja, fahrt mal weg. Da kommen welche und greifen an. Marschiert los! Da mal rein. Sterbt, ihr Narren! Da mal ran. Euch der Tod! Und ihr quetscht euch da durch. Vorwärts, Marsch! Die Wagen haben das geregelt. Die kommen gleich da von hinten. Und die Speerträger nehmen den erstmal ein. Dann schaffen wir das hier vielleicht doch noch. Die hat sich wieder entspannt. Hier entlang, Brüder. Na, da drüben werden wir wahrscheinlich geschlagen. Flüchten. Spürt unseren Zorn. Dann alle mit ran. Tötet sie alle. Der geht da drauf. Mir nach, Männer. Das hier ist geregelt. Dann bringen wir mal einmal den Wagen da. Der Triumph ruft! Einmal lassen wir hier. Streitwagen unterwegs! Bogenschützen, bitte einnehmen den hier. Weg machen! So. Ist erledigt. So, hier, dagegen stellen. Hier, dagegen stellen. Kommt hier mit seinen ganzen Truppen rüber. Pflichtbewusst. Bewahrt die Ruhe. Sperrwallformation. Stellung halten. Bewahrt die Ruhe. Sperrwallformation. Sie können uns nicht abwehren. So, da kommt gleich nichts mehr. Dann bitte mal die Wagen nach da. In Position, Streitwagen! Hier greife ich hier schon mal zu. Leiden. Nicht, dass die sich entspannen. Krieger der Gezeiten! Ihr greift bei den Bogenschützen zu. Bereit für den Kampf! Da knallt ihr schon mal mit rein. Naja, dann bleibst du halt am Tor, wenn ich nicht bewegen will. Soldaten von Khati! So, da reinklatschen. Sterbt, ihr Narren! Bewegung, Streitwagen! Die stehen hier noch ganz gut. Tor gehört immer noch uns. Wir können es immer noch schaffen. Naja, zum Glück kann man sagen, ne? Schießt das nicht auf unsere flüchtenden Truppen. Was für eine Schlacht, ey. Die da blinken auch schon. Schlag doch da mal zu. Heute sterben sie. Hier müssen wir die Wagen mal wieder rausziehen. Der Triumph ruft. Die haben das hier geschafft. Blut und Schlacht. Bogenschützen dahin. Bewegung. Die beiden Wagen mal da reinklatschen. Niemals aufgeben. Wir sind der Stolz Khatis. Streitwagen. Was? Da rein. Zermalmt sie! Na, die konnten sich nicht richtig lösen. Streitwagen unterwegs. Das sind die Streitwagen. Ja, zurück.
Der Triumph ruft! Ja, auf jeden Fall wieder welche zum Flüchten gekriegt. Verstanden! Marschiert los! Fahrt weiter. Streitwagen. Nicht zurückfahren. Weiterfahren, da wo ich euch den Befehl gegeben habe. Weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Wie können wir das überstehen? Los, 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 los. Ja, Rollen, wenn ihr einfach weiterfahrt, dann übersteht ihr das. So, wieder heranklatschen. Greift entschlossen an! Und ihr auch. Oh, die hier werden die aufhalten. Tötet sie alle! So, hier ist er wieder draufgeklatscht. Soldaten von Hati. Die eine quetscht sich hier durch, in die Position. Andere kommt von da. Streitwagen. Na, hab ich doch gesagt, die werden von denen aufgehalten. Sterbt, ihr Narren! Da nochmal ein bisschen besser hinstellen. So, ihr. Da nochmal. Nee, warte mal. Klatsch lieber da rein. Die sind schon geschlagen. So. Für Ruhm und Ehre! Ihr auch da rein. Das sind die Wagen. Wieder rausziehen. Bewegung, Streitwagen! Die wollen nicht. Soldaten von Khati! Nicht nachlassen! Naja, es kommen immer mehr Truppen von ihm. Speere! Die aber schon echt gut geschlagen sind. Im Namen die haben wir ja auch wieder. Ja, rausziehen. Streitwagen unterwegs. Rollen in Position. Winde, leitet uns. Die hier wieder gegenstellen. Flügt durch sie hindurch. Da kommen immer mehr Truppen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich reinklatschen soll. Ich klatsche mal da rein. Hol euch der Tod. Die bauen wir mal hier auf. Rollen in Position. Ey. Oder wie kriegst du sie nicht hingestellt? So, jetzt. In Position, Streitwagen. Greift hier ruhig im Moment mal ein bisschen zu. Na, das sieht das gut aus. Alles, was wir haben. Also jetzt nicht wirklich, ne? Jawohl, da geht überall die Lampen. Und da ist der Sieg, Alter. Diese blutige Schlacht haben wir tatsächlich gewonnen. Sehr schön. Brecht sie! Brecht sie! Lauft um euer Leben! Der Sieg erwartet uns! Verfolgen die überhaupt? Okay, das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Schlag zu! Streitwagen! Da sind immer so einige. Ich meine, er ist eh komplett weg. Na, vielleicht können sie hier noch ein bisschen Erfahrung machen. Da ja gleich mal gespannt, ob wir sogar wirklich Einheiten verloren haben. Das war auch eine relativ frische Armee. Der General hat ja erst 9. Streitwagen! Komm, einsammeln. Ich mache aber schon mal Schub hier. Die Folge geht schon sehr, sehr lang. Geile Schlacht. Die werden sicherlich auch gleich wieder anhalten, oder? Da haben sie es auch schon getan. Komm, wir beenden die Schlacht. Eine sehr blutige Schlacht gewonnen. Es war mal wieder ein kathmäischer Sieg. Schön, dass man den Kiefer gebrochen hat oder den Kopf abgeschlagen. Ja, die hatte ich schon gesehen im Ladebildschirm, dass wir die verloren haben. Da war nichts mehr vom Balken zu sehen. Bestimmt die da, die auf die erste Mauer hochgegangen sind. Ja, haben halt eine Einheit verloren. Na, die musste ja sowieso ja eigentlich noch mit goldenen Speerträgern und Mercedes aufgefüllt werden. Das ist nicht ganz so schlimm. Ja, wir besetzen hier. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Aber es geht letztendlich doch weiter. Bestrebung erfüllt. 1500 Holz und 1000 Steine bekommen. Fraktion Kernes haben wir vernichtet. Heiliges Land mal wieder besetzt. Ach ja, und das war die Bestrebung. Dann können wir ja jetzt eigentlich mal hier zum Abschluss der Folge, auch wenn sie jetzt schon sehr, sehr lange dauert, gucken wir mal, wie weit wir sind. Bei 106, also 34 Punkte brauchen wir noch für den ultimativen Sieg. Und wie gesagt, ich will das unbedingt noch schaffen, bevor das neue Update rauskommt.
Tja, jetzt nach dieser langen Schlacht, und ich wusste schon, warum ich sie in diese Folge gesetzt habe und nicht noch am Ende der letzten Folge mit reingenommen habe, haben wir jetzt das Ende dieser Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet mit dieser blutigen Schlacht euren Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, Stede und Jerry.